Hallo, heute sind wir. Ja, wo ist eigentlich Olli? Ach, ich glaube, der landet gerade noch. Gelandet! Die Kosmonauten sind am Stausee Oberrabenstein bei Chemnitz gelandet. Ich denke, wir sind zu baden hier. Baden ist halt zweitrangig, aber wenn du willst, halt mal rein, ne? Dann feiern wir halt. Kosmonaut-Festival zum dritten Mal. Organisiert von Kraftklub, der Chemnitzer Institutionsband. Es werden bis zu 13.000 Gäste erwartet an zwei Tagen. Du bist doch jetzt gelandet. Ich wollte noch Probeflug machen. Heute sind zum Beispiel dabei T.S. Uhlmann, die Beatsteaks und auch der geheime Headliner. Und da werden wir uns mal ein bisschen rumhorchen und die Leute fragen, wen sie denn vermuten, wer der geheime Headliner ist. Ich habe nur eine Hoffnung, dass es nicht Helene Fischer ist. Wir hören uns jetzt mal auf dem Zeltplatz um, wer denn so der Top-Favorit als geheimer Headliner ist. Was die Leute so denken, wen sie erwarten, auf wen sie sich freuen würden. Und wer noch reden kann. Sag los! Ich wünsche mir Deichkind. Deichkind? Ja. Materia. 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 Auch Materia. Ich bin auch dabei, Materia. Materia. Deichkind. Asimoto. Bosse. Deichkind, Materia, man wird es sehen. Hier kann man selber Limonade machen. Und das mache ich jetzt. Und zwei Limetten. Genau. Guter Cocktail braucht es. Und dann, ja. So, lass dich schmecken. Vielen Dank. Ja, organisiert haben. Das ist echt für uns. Er schwebt immer noch hier oben. Ja. Wir melden uns zum Abschluss des ersten Kosmonautentages aus dem wohl schönsten Backstage-Bereich aller Zeiten. Das Geheimnis ist gelüftet. Der geheime Headliner war Materia, der jetzt gerade hier vorne noch spielt. Oh mein Gott, dieser Himmel, wie komm ich da bloß rein? Oh mein Gott, dieser Himmel, wo zur Hölle soll der sein? Oh mein Gott, dieser Himmel, wie komm ich da bloß rein? Oh mein Gott! Ein erster Tag geht zu Ende, aber es geht ja weiter. Ja. Dann sind die Jungs von Kraftklub, die hier das Ding auf die Beine stellen, selber auf der Bühne. Dann noch Titan und ja, viele, viele andere mehr. Und vielleicht macht Olli morgen noch Stage Diving. Ja, wenn alle Gäste weg sind, mach ich. Dann
dann tut's weh. Schaut auch morgen wieder rein. Bis dahin. Ciao.